Hey, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Julian von MTP Marketing zwischen Theorie und Praxis und wir sind heute hier für Talk in Tacos, die Show mit heißen Fragen und noch heißeren Antworten. Heute darf ich Koni begrüßen. Schön, dass du da bist. Hallo Julian, danke für die Einladung. Du bist ja ehemaliger Vorsitzender der Geschäftsstelle Nürnberg und hast auch so schon echt viel erreicht in deinem Leben. Es wäre vielleicht cool, so für die ganzen Leute, die heute zuschauen, kannst du dich mal kurz vorstellen? Was hast du so bisher gemacht in deinem Leben? Ja, also ich habe meinen Master abgeschlossen in Markt- und Werbepsychologie und ja, davor durfte ich eben die Geschäftsstelle Nürnberg leiten, ein Semester lang, war eine Riesenfreude und jetzt geht's aber weiter, jetzt werde ich dann bald ins Berufsleben starten, davor ein bisschen reisen und ich bin gespannt auf heute. Geil, ich freue mich auch. Weißt du denn, wie das Ganze hier ablaufen wird? Wir essen scharfes Essen, du stellst mir ein paar Fragen, wir trinken Milch. Genau so ist es tatsächlich. Und dann können wir auch gleich loslegen. Als erste Soße hätte ich eine Grillfire Red Onion für dich dabei. Ja, schauen wir einfach mal, wie es schmeckt. Los geht's. Also, ich hoffe echt, dass die noch nicht so scharf ist. Schmeckt eigentlich ganz gut. Leckere Tacos. Ja. Also ich muss sagen, scharf ist es echt eher weniger, so leicht würzig. Angenehm. Ich hätte dann tatsächlich auch gleich die erste Frage für dich. Was war eigentlich die verrückteste Idee, die du je hattest, aber die du voll gerne mal durchgeführt hättest? So im MTP-Kontext? Muss nicht im MTP-Kontext sein, eigentlich allgemein. Okay, allgemein waren es glaube ich so viele. Die ich traurigerweise noch nicht gemacht habe. Im MTP-Kontext ist es auf jeden Fall. Ich wollte unbedingt mal einen riesen Pool aufstellen im Innenhof an der Uni. Okay. Und dann da so ein bisschen Summer in der City, aber an der Uni machen. Also mit Liegestühlen, mit einer Cocktailbar, mit so einem geilen, ja letztendlich mit Sand. Ja. Yeah. Und mit einer Rutsche, die vom Dach von der Uni runtergeht und so Scheiß. Das wäre richtig geil gewesen. So ein bisschen einfach High-Quality-Unternehmen einladen. Ja. Und jeder macht dann so ein bisschen ihren Stand. Ja. Aber so unternehmensspezifisch. Ach krass, und das ging dann nicht wegen Brandschutzverordnung, oder? So viel Wasser, da kann doch nichts werden, oder? Also scheinbar erlaubt es die Uni nicht, ich habe es aber nie probiert. Okay, das klingt echt nach einer Folge an Idee und schade, dass du es nie umsetzen konntest. So. Weil ich meine, jetzt bist du ja auch fertig mit dem Master, ne? Ja, jetzt war es das, ja. Und ich werde es mein Leben lang bereuen. Oh Mann, das ist echt schade. Aber ich würde sagen, kommen wir gleich zum nächsten Taco. Das wäre jetzt ein Taco mit der Tabasco Pepper Sauce. Ich glaube, der ist ein bisschen schärfer. Und schauen wir einfach mal, wie er schmeckt. Ich bin gespannt. Also, ich spüre die Schärfe schon. Also das ist glaube ich das Tabasco-Ding, dieses so ein penetranter Geschmack, der so sofort durchgeht. Es ist eine andere Schärfe, es ist ja irgendwie trockener, habe ich das Gefühl. Voll, voll. Also ich muss echt sagen, die erste fand ich appetitlicher. Okay. Es geht noch. Es geht noch. Okay, super. Die nächste Frage, die ich für dich hätte, wäre, was war so die coolste Kampagne, die du dieses Jahr gesehen hast, also so im Marketing-Kontext? Also ich finde das super schwer. Also erstmal coolste Kampagne ist schwierig, weil es gibt Kampagnen, die sind so auf so unterschiedliche Art und Weisen gut auf jeden Fall oder besonders. Cool, würde ich sagen, ist die von Burger King mit dem Whopper. Letztendlich war das Ding, haben die gesagt, geh zu McDonald's und bestell dort einen Whopper. Ja, das haben die Leute gemacht und das ging richtig ab. Also es war nicht nur übertrieben lustig, es hat extreme Social-Media-Reichweiten erzeugt und es hat die App, also Hintergrund war der, dass man eben dann die App runterladen musste von Burger King. Die musste man dann, und dann musste man quasi vor einem McDonald's laden, musste man dann dort online diesen Burger bestellen und konnte ihn dann bei der, bei der Burger King-Filiale ums Eck abholen. Das ist tatsächlich eine sehr geile Kampagne, ich habe die auch gesehen. Ich habe es total gefeiert, weil ich glaube, McDonald's hat da ja auch, Burger King hat doch auch diese Art Filter vor die Filialen gestellt, wo man Fotos machen konnte, richtig? Ja,
Genau. Also eine total geile Guerilla-Marketing-Aktion. Ja, und das Ziel hat sie halt einfach komplett getroffen. Ja. Weil sie letztendlich wollten sie halt damit so ihre App bewerben. Ja. Und die ist halt einfach auf Platz 1 gewandert in den App-Stores. Stimmt. Und das ist voller Erfolg, würde ich sagen. Voll. Also hast du echt eine coole Kampagne ausgesucht. Und Burger King hat da, glaube ich, echt ein heißes Thema gewählt. Und apropos heiß, ich glaube, es wird Zeit für die nächste Runde, für den nächsten Taco. Und ich glaube, dass das jetzt echt scharf werden könnte. Denn die nächste Soße heißt 100% Pain. Und ich hoffe, dass sie ihren Namen nicht alle Erde macht. Ich hoffe es auch. Hey. Ich bin, okay, jetzt habe ich Angst. Okay. Oh. Die ist scharf. Ich weiß auch nicht, ob es ein Trick ist, das möglichst schnell zu essen. Boah, nehmen wir runter. Aber finde ich auch schwierig. Einfach schlucken. Ich brauche einen Schluck Milch. Boah, so geschmacklich. Cool. Okay. Also die Schärfe verbreitet sich gerade ein bisschen aus. Ich stelle am besten... Geschmack ist da doch gar nicht, oder? Nein. Krass, das ist einfach nur... Es ist einfach 100% Schmerzen. Also. Oh. Okay, cool. Und die nächste Frage ist, was hast du so bei MTP gelernt, was dir im Berufsleben weitergeholfen hat? Oder hast du etwas gelernt, was dir wirklich weitergeholfen hat? Boah, brennt mir mein Mund. Kannst gerne Milch trinken. So. Also... Hilft es wirklich? Habe ich noch nie gemerkt, dass das... Tatsächlich, also es hilft ein bisschen. Also kurzzeitig, danach ist es wieder scharf. Okay. Also berufsleben, so direkt kann ich das noch gar nicht sagen. Keine Ahnung, was es mir gebracht hat. Ja. Es hat mir bisher so viel gebracht, dass ich auf jeden Fall weiß, wo ich beruflich hin will. Okay. Ich habe super viel gesehen, weiß viel mehr, wie die Werbewelt aussieht. Ja. Wie das funktioniert. Und habe einfach so viel kennenlernen können in diesem ganzen Bereich. Das ist so spannend und auch ganz, ganz viele neue Perspektiven. Mhm. Und das ist eben das Schöne an MTP, dass man wirklich so einen richtigen Einblick gewinnt in die ganze Branche. Ja, das stimmt. Ja, man hat Kontakt mit Unternehmen, mit Agenturen und findet einfach super rein und auch verschiedene Agenturen. Und man beschäftigt sich einfach mit dem ganzen Thema Marketing viel mehr und Werbung. Voll. Also in dem Kontext hast du vielleicht irgendwie auch eine krasse Persönlichkeit kennengelernt, von der du sagst, boah, voll cool, dass mir das MTP ermöglicht hat, wo du denkst, vielleicht, dass dir das mal im späteren Berufsleben weiterhelfen könnte? Auf jeden Fall. Mhm. Also mega, wen man so kennenlernt, auch da durchschnittliche Charaktere, nicht durchschnittliche, sondern letztendlich diverse Charaktere, die sich echt unterscheiden auch in vielen Dingen. Highlight war, würde ich sagen, Götz Ulmer von Jung von Matt, genau. Damals noch Kreativvorstand und Wahnsinnsmensch, finde ich. Also, boah, hat mich wirklich inspiriert und ist damals dann auch schon so ein bisschen Vorbild geworden, muss ich sagen. Ja. Das war auf jeden Fall die krasseste Person, die ich über MTP kennengelernt habe. Okay, krass. Also, man sieht, MTP scheint dir echt vielleicht ein bisschen was gebracht zu haben und ich hoffe, dass es auch nicht aufhören wird, dir was weiterzubringen. Wir würden tatsächlich jetzt schon zum letzten Taco kommen am heutigen Tag. Boah! Und Julian. Vor der Soße habe ich Angst, Cornelius. Du machst mich fertig. Sie heißt Da Bomb. Also, ja, essen wir es einfach. Also, ich will gar nicht weiter Worte verlieren. Schauen wir, wie sie schmeckt. Okay, auf. Okay. Ich glaube, da war gerade keine Soße dabei, beim ersten Bissen. Oh. Oh. Okay. Mhm. Okay. Da kitzelt was so lang. Boah.
Merkst du das? Es ist plötzlich, dir wird so warm auf einmal. Okay. Das ist genau der richtige Zeitpunkt, um dir die letzte Frage heute zu stellen. Mhm. Und zwar, Koni. Auf geht's. Wieso bist du bei MTP? Trink erstmal einen Schluck am besten. Ich mag's mich gerade auch. Boah, ey. Ist es gesund, was wir hier machen? Also, ich weiß es nicht. Ich hoff's. Ich hoffe, dass es nicht ungesund ist. Boah, das ist heftig. Also, ich glaube, was mich am meisten fasziniert, sind einfach die Menschen, die man dort kennenlernt. Mhm. Es sind so viele... Alter. Brauchst du eine Serviette, oder? Geht gerade noch. Oh Mann. Das tut echt richtig gut, ne, diese Milch im Mund. Voll, voll. Aber ich sag mal so, jetzt ist ja ein bisschen Wintererkältungszeit, ich glaube. Mhm. Scharfe Soße ist präventiv echt gut. Spült auf jeden Fall gut durch. Also wenn ihr noch ein Erkältungsmittel da draußen bleibt, einfach scharfe Soße essen pur. Ich glaube, das hilft gegen alles. Funktioniert. Oh, wird auf jeden Fall nicht besser. Okay. Okay, ja. Also, ja, es sind die Persönlichkeiten, es sind die Menschen. Also mal kurz. Ja. Pass auf, dass du mit den Fingern nicht in die Augen kommst, weil das wäre echt gefährlich. Gute Idee. Es sind die Menschen, die einfach so unterschiedlich sind und auf so vielen verschiedenen Bereichen auch inspirieren. Und ich kann von so vielen einfach irgendwie immer was mitnehmen. Und das begeistert mich, das fasziniert mich. Es sind genau diese Inspiration, die man da rausnimmt und das Ausprobieren, was man bei MTP einfach machen kann. Ja, man kann sich einfach ausprobieren, man kann alles ausprobieren. Genau. Ja. Man kann jetzt endlich machen, was man möchte. Ich sterbe gerade, ey. Boah, steckst du das so leicht weg? Ich muss sagen, es ist wirklich scharf, aber vielleicht lasse ich es mir einfach nicht anmerken. Also ich brenne innerlich auch. Ja, nicht schlecht, ey. Es brennt so von hier bis hier. Ja, tatsächlich. Und das ist die Schärfe, es ist nicht nur außen, es ist auch innen. Es brennt vom Mund bis in die Speiseröhre. Und hier endet es irgendwie. Und ich bin gespannt, wie lange wir das jetzt nachher noch spüren werden. Ja, ich auch. Nee, genau. Aber an sich habe ich jetzt auch gar keine Fragen mehr an dich. Und... ich finde es voll schön, dass du heute da warst. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Und ich hoffe, es war nicht das letzte Mal, dass du bei Talking Tacos dabei warst. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin echt... danke dir. Es war lecker. Ja. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß neben der Schärfe. Ey, richtig, richtig viel Spaß, ja. Geil. dann kann ich dir sagen, danke, dass du dabei warst. Ich freue mich aufs nächste Mal und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke fürs Einschalten. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal bei Talking Tacos. Gut. Ciao. Boah, lecco mio, ey. Aber die ist todesscharf, die Soße. Scheiße. Boah, es ist heftig.